Gibst du mir dein Wort? Ich gebe dir mein Wort. Cool. Okay, das Wort von Grappi. Wie viel zählt das für dich? Also, da er ein sehr erfolgreicher Social Media, würde ich sagen. War? Typ ist, war. Sehr Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, da ich in letzter Zeit überhaupt keine Lust mehr habe, mit meinen YouTube-Videos Geld zu verdienen, drehen wir einfach eine neue Episode von Off-White oder Off-White. Ich verballe Off-White-Shirts und wir haben als zweiten Preis, ja, sehen wir, was machen wir? Wir ballern einfach 10 Euro raus für die Gewinner. Ihr wisst, worum es sich dreht, liebe Leute. Bei diesem Spiel kann es passieren, dass der Ehrliche den Kürzeren zieht und leer ausgeht. Wir haben zwei Münzen, eine 1 Euro und eine 1 Cent Münze. Die Spieler entscheiden, auf was sie gehen. Gehen sie auf das Off-White-Shirt, das nur einer gewinnen kann, oder auf die 1 Cent Münze, die bedeutet, dass beide Spieler einen Preis bekommen. Keiner weiß vom anderen, was er gibt. Wir machen das verdeckt und wir sehen, was das Endergebnis sein wird. Ich bin schon sehr gespannt. Yasin, wir brauchen noch ein nices Thumbnail. Warte, vielleicht machen wir das mit Grappi. Grappi haben wir unterwegs noch gefunden, ja, YouTube Edition. Sonst haben sie keine Lust auf mich, aber wenn ich es auf der Straße treffe und sage, spürst mit, dann können sie eh nicht mehr aus. Okay. Leiwand, schon der Erste mit dem Boston Tea Party Hoodie, eigentlich schon mal ein Fixkandidat. Servus, grüß dich. Leiwand, der Hoodie. Danke. Überteuerte Marke, oder? Ja. Ja? Okay, passt nice. Wir haben schon einige Spieler da am Start, die haben sich jetzt zufällig gefunden, wollen da alle mitspielen. Wer hat Bock auf das Off-White-Shirt? Wer ist ein Ehrenmann? Wer ist ehrenlos? Okay, bin gespannt, was da rauskommt. Gut, wir suchen uns die ersten zwei Spieler. Wir suchen... Jack the Ripper. Jack the Ripper. Passt, hat schon mal gewonnen. Gut, kommst her. Wir spielen MEM gegen Peso. Wo ist der? Weiß nicht, wo ist der? Wo ist da, der? Da. Nein, da ist er nicht. Da, doch, komm her. Okay, unser erstes Schutzmaske müssen wir natürlich aufsetzen. Wir nehmen die Corona-Maßnahmen ernst. So, Yasin, gibst du mir... Die Münzen. Und das Off-White-Shirt am besten. Nachdem ich mir nicht sonderlich viel... okay, passt. Schlaganfall. Laut. Nachdem ich mir nicht sonderlich viel Mühe mit dem Thumbnail geben möchte, werden wir jetzt ehrenlos einfach eins faken. Kannst du einfach mal dieses Off-White-Shirt in die Kamera halten, so tun, als würde es dich freuen, und du tust so, als wärst du extrem enttäuscht. Wir gehen noch ein bisschen näher zusammen und ich mache irgendwie so. Perfekt. Warte, sieht man da irgendwas von Off-White? Na, das fügt man ein. Passt perfekt. Hätten wir Thumbnail erledigt. Das ist das Off-White-Shirt, das zu gewinnen gibt in einem schönen Camouflage. Kennt ihr die Spielregeln? Ja. Okay, passt. Du kriegst jetzt mal 1 Euro von mir. Du kriegst 1 Euro von mir. Dann noch eine 1-Cent-Münze. Und du bekommst auch noch eine 1-Cent-Münze. Ihr könnt jetzt entscheiden, worauf ihr Bock habt. Entweder ihr sagt, ja, ich möchte auch fix leer ausgehen. Okay, passt. Dann, okay, das war's von mir. Servus, bitte. Na, okay. Also, wenn ihr sagt, nein, ich habe Bock auf das Off-White-Shirt, der zweite Preis ist mir egal, dann gebt ihr mir die 1-Cent-Münze verdeckt. Wenn ihr sagt, na, mir ist lieber, beide bekommen einen Preis, das wären in dem Fall für jeden einfach 10 Euro, dann gebt ihr mir verdeckt die 1-Euro-Münze. Habt ihr die Spielregeln verstanden? Ja. Perfekt. Dann könnt ihr euch jetzt ausmachen, worauf ihr bei diesem Spiel geht. Ja, schau. Es werden wahrscheinlich beide aufs Off-White-Shirt gehen. Okay. Dann hat niemand was. Und wenn einer, also wenn beide 1 Cent hergeben, dann hat jeder 10 Euro. So. Okay. Die 1-Euro-Münze muss man hergeben, oder? Für das Off-White-Shirt die 1-Cent-Münze, für den 1 Euro kriegt man 10 Euro. Ich würde 1 Euro hergeben. Das heißt, du sagst, du gehst lieber auf die 10 Euro, scheißt auf das Off-White-Shirt, dafür bekommen beide safe was. Würde ich machen, ja. Würdest du machen? Würdest du das auch machen? Ja. Okay. Schwört ihr euch das jetzt quasi mehr oder weniger ins Gesicht, dass ihr auf den 1 Euro gehen werdet? Jo. Sicher? Schwörst du auf deine Mama? Ganz sicher. Okay, du? Ja, okay. War nichts überzeugt, aber okay. Scheinbar eine fixe Sache. Ich bin sehr gespannt. Dann darfst du mir jetzt die Münze verdeckt geben. Okay, passt. Steck die mal lieber da ein. Und du darfst mir die Münze verdeckt geben. Okay, passt. Gut, liebe Leute, was glaubst du? Wird es so ausgehen, er hat auf seine Mama geschworen, dass er den 1 Euro gibt und auf die 10 Euro geht, oder hat er dich gesnitcht? Was glaubst du? Ich hoffe so mal, dass er den 1 Euro hergegeben hat. Okay, was glaubst du? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. Nein. Chillig ist natürlich, dass man in diesem Format eine Schutzmaske tragen muss, man muss sein Gesicht nicht zeigen. Er hat auf seine Mutter geschwört und trotzdem den 1 Cent gegeben. Und damit ist er Gewinner dieses Off-White-Shirts im Wert von 250 Euro. Ach, sorry. Gut. Es tut mir wirklich. Okay. Hier ist wurscht. Wien. Ich erwarte mir nicht mehr. Okay, ist in Ordnung.
Ich liebe die Stadt. Ja. Alles gut, aber okay. Ist okay. Du kriegst jetzt dieses Shirt. Wie fühlt sich dieser Win an? Ja, dreckig. Fühlt sich dreckig sehr an? Sehr dreckig, ja. Mir fällt jetzt gerade erst auf, dass der MEM versus Peso gespielt wurde. Ich bin auch nicht ganz happy mit dem Gewinn, aber ja. Viel Spaß mit deinem Off-White-Shirt. Danke für den Euro. Die 1-Cent-Münze, tut mir leid, du gehst leider leer aus, aber okay. Zum Glück haben wir noch ein Off-White-Shirt. Danke fürs Mitspielen, Applaus für die zwei, die gespielt haben. Wow, wie viele Leute, ich komme auf wie Thomas Gottschalk bei Wetten, das. Okay. Wir haben jetzt noch ein Off-White-Shirt. Das Ding ist, das ist eher ein kleineres Shirt. Das heißt, wir sollten fast mal wieder schauen, dass wir mit den Kiddies spielen. Wir haben da hinten schon zwei. Du einmal mit der MEM-Cap. Sehr, sehr nice. Und du mit dem MEM-Shirt. Sehr gut. Du auch mit dem MEM-Shirt. Kennt ihr euch untereinander? Okay, dann dürft ihr jetzt entscheiden, wer von euch zwei spielt, von euch drei spielt. Du spielst. Es wird, das Shirt wird da nicht passen, aber... Mir wird's passen. Dir wird's passen. Ja. Ihm wird's nicht passen. Mir wird's passen. Ja, fix, dir passt, safe. Okay, ja, dann wer spielt, du spielst. Okay, dann spielst du gegen ihn. Okay, passt, perfekt. Mudi, gibst du mir das Off-White-Shirt raus? So, danke vielmals. Wir haben hier das nächste Off-White-Shirt. Wie man schon erkennen kann, es ist relativ klein geraten, deswegen auch die kleineren Spieler. Ein cooles Shirt, wie ich finde. Wie findest du das? Voll geil. Voll geil. Okay, was sagst du? Ja, schon geil. Wie bitte? Schon geil hier. Ja, falls da? Da schenke ich dann. Na, Spaß. Ja, perfekt. Okay, ja. Perfekt. So, gut. Wir haben hier das Off-White-Shirt. Ich nehme mal die Münzen raus. Ihr kennt die Spielregeln. Ja. So, warte. 1 Cent nochmal und den 1 Euro und du noch den 1 Cent. Die Spielregeln sind euch klar. Ja, wir dürfen besprechen. Genau, ihr könnt jetzt besprechen, worauf ihr geht. Ja. Wer möchte das Wort ergreifen? Du. Wir gehen beide, bei 1 Euro gehen wir gemeinsam Mäcki, bitte. Ja. Okay. Also ihr sagt jeder 1 Euro und ihr geht's gemeinsam Mäcki. Ja, safe. Auf Ehre quasi. Ja, genau. Weihnachten. Weihnachten ist... Ja, safe. Weihnachten ist auf Ehre. Es hat sich im vorigen Spiel gezeigt, wie viel Ehre heutzutage noch zählt. Also ich bin natürlich sehr gespannt. Das heißt, das ist für euch, wie wir in Österreich sagen, eine Gmade Wiesen. Ja, auf jeden das Fall. Ist fix. Euer Wort zählt. Ja. Somit können wir eigentlich anfangen, die Münzen zu geben. Ja, genau. Ich fange mal mit dir an. Ich glaube, ich weiß schon, was ich da... Ja, das ist... Okay, passt. Yasin, hat man das gesehen? Ja. Haben das Leute gesehen? Okay, na gut. Okay, gut, Freunde. Die Ehre ist wichtig. Die Ehre ist wichtig. Ja, aber auf jeden Fall, ich kann schon vorwegnehmen. Also ich glaube, er hat mich gefickt, ich wollte ihn ficken. Also ich glaube. Absolut richtig. Jeder hat jeden gefickt, keiner bekommt was. Beide wollten das Off-White-Shirt, somit bekommt keiner was. Ja, Applaus, gut gemacht. Ich weiß nicht, warum man da applaudiert, aber das ist euer Applaus. Vielen lieben Dank fürs Mitspielen. Den 1 Euro noch? Danke. Dankeschön. Nein, ich wusste, ich, sonst gehe ich nur leer aus. Also, ja, hast recht. Besser beide 10 Euro sind da Schmoren natürlich, gell? Ja, nein, hätte ich auch genommen, aber ich wusste, dass er mich verarscht, deshalb muss ich auch verarschen. Okay, okay, also quasi schon gelesen. Okay, gut. Dann hätten wir noch ein Off-White-Shirt. Das ist natürlich nice. Wo ist denn jetzt der Krappi? Wo ist denn der Krappi? Ah, da ist er. Freunde, wir haben heute einen Ehrengast. Wir drehen heute ein Spiel. Du bist ja gut im Spiele spielen. Allerdings ist der Zielverlauf nicht, dass ich nach diesem Spiel insolvent gehe, sondern wir probieren wirklich, da was kann ich du, dir helfen, dann. Du, kann, du kannst. Dir helfen, ja. Ja, hast du Bock, den Gegenspieler zu machen für jemanden? Du darfst ja deinen Gegner sogar aussuchen. Boah, was spielen wir denn? Wir spielen Off-White oder Off-White. Du kannst aussuchen, wen du willst. Okay. Den Buster-Shirt fix, oder? Ja. Wer lässt mich gewinnen? Such da wen aus. Okay, okay, du hast deinen Gegner gewählt. Sehr gut. Wie heißt du? Roschard. Bitte, bitte. Roschard heißt du. Und den Grappe, den kennen wir ja. Gut, ich erkläre mal. Ja, in die Mitte, stimmt. Schau ich richtig groß aus zwischen den zwei, oder? Okay, Freunde, ich erkläre ganz kurz das Spiel. Funktioniert folgendermaßen. Jeder von euch bekommt eine 1-Euro-Münze. 1-Euro-Münze, gibst mir die verdeckt, kriegst du 10 Euro. Okay. Okay? Aber 5 muss ich dann Finanzamt. 5? Du hast schon dazugelernt. Okay, das heißt, entweder beide gehen mit 10 Euro nach Hause oder einer geht mit einem Off-White-Shirt nach Hause oder beide bekommen gar nichts. Ihr könnt euch jetzt abmachen, worauf ihr geht. Das heißt, ihr könnt euch anlügen, ihr könnt ehrlich sein zueinander, okay. Ihr könnt euch aber auch ficken, je nachdem. Du musst mir vertrauen einfach. Ich bin sehr nett für dich gekommen, ich habe ganz mal nach dem Bild gefragt, schau, du warst ganz korrekt. Ich meine, wir verstehen uns auch gut. Alles gut. Ich mach auf jeden Fall die 1-Cent-Münze. Dann kann ich dir sagen, dass ich auch mache. Ebenso. Also dann bekommt keiner was. Dann bekommt keiner was. Richtig. Okay. Mach ich mit. Aber oder? Du machst die 1-Euro-Münze und ich schenke dir dann das T-Shirt. Boah,
Das kann er behaupten. Wie, nochmal. Ich mach die 1-Cent-Münze und schenk dir dann das T-Shirt. Dann, was hab... Naja, aber was wenn du... 1 Euro machen. Und was wenn du mir aber dann doch nicht das T-Shirt gibst? Das kann ich nicht. Weiß ich nicht. Nein, ich schenk dir das. 100%. Gibst du mir dein Wort? Ich gebe dir mein Wort. Cool. Okay, das Wort von Grappi. Wie viel zählt das für dich? Also, da er ein sehr erfolgreicher Social Media, würde ich sagen. War? Typ ist. War. Nein, ich vertraue dir. Okay, passt nice. Okay. Dann könnt ihr mir jetzt verdeckt eine Münze geben. Also, du hast die 1 Cent, ich soll dir 1 Euro ausgesagt. Richtig. Ja. Okay, passt. Wie ich mir das auch schon gedacht habe, habe ich vom Grappi die 1 Cent Münze bekommen und von dir den 1 Euro. Somit geht das Off-White-Shirt angeblich zuerst mal zu dir. Nein, hier, Bruder. Tatsächlich. Also das ist endlich eine ehrenhafte Wendung. Wir haben ihn jetzt ausgetrickst, wisst ihr? Endlich eine ehrenhafte Wendung. Ich kann nur coronamäßig Faust geben. Alles gut. Ja, genau, die Münze. Ich sag vielen Dank. Kannst du behalten. Ich weiß ja, dass du das brauchst. Passt, nice, Freunde. Dann ist das Ganze jetzt noch ehrenhaft ausgegangen. Offenheit oder Off-White in der Weihnachts-Edition. Gott sei Dank mit einer glücklichen Wendung. Wenn es euch gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert diesen Kanal. Schaut auf Instagram vorbei, weil... Einfach so. Liebe Leute, ich verlinke jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das war's von mir, euer Maximilian. Nice, vielen lieben Dank fürs Mitspielen, Leute. Okay.